SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Thilo Bode zu seinem Buch Die Freihandelslüge. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Das geplante Freihandelsabkommen mit den USA ist heftig umstritten. Die einen erwarten Wirtschaftswachstum, neue Arbeitsplätze, mehr Wohlstand für alle. Andere befürchten eine Unterwerfung unter US-Großkonzerne, Lohndumping und eine Verwässerung von Umweltstandards. Was sagen die konkreten Vertragsentwürfe? Was ist schon abgesegnet, was kann verändert werden? Herr Bode, Freihandel, das klingt doch erstmal ganz wunderbar. Und gerade ein Verbraucherschützer wie Sie, Sie sind ja bei Foodwatch, müsste das doch eigentlich entschieden begrüßen. Guten Morgen. Ja, Freihandel ist eine gute Sache, wenn er fair organisiert wird. Man könnte zum Beispiel gar nicht die Versorgung der Weltbevölkerung mit Lebensmitteln sicherstellen ohne Freihandel. Allein schon deshalb ist Freihandel gut. Und Freihandel kann auch den Wohlstand mehren. Bei der Kritik an TTIP geht es ja nicht darum, grundsätzlich gegen Freihandel zu sein, sondern darum, wie findet man ganz speziell dieses Abkommen. Nun hört man immer im Zusammenhang mit TTIP von diesen Chlorhühnchen oder Chlorhähnchen, ich weiß gar nicht. Da ich selbst kaum Fleisch esse, betrifft mich das eigentlich gar nicht. Was sollte mich denn eigentlich an TTIP interessieren? Vielleicht lohnt es sich doch, kurz auf das Chlorhühnchen einzugehen, weil es ja so eine prominente Rolle spielt in der TTIP-Debatte oder gespielt hat. In Amerika ist es erlaubt, das Geflügel mit Chlor zu desinfizieren. In Europa ist das nicht erlaubt. Wir haben in Europa allerdings auch ein großes Salmonellenproblem. Aber diese Maßnahmen sind letzten Endes erforderlich, weil die gesamte Tierhaltung nicht so organisiert ist, dass wirklich gute hygienische Zustände herrschen. Deshalb ist, sagen wir mal, die Tatsache, dass das Chlorhühnchen nicht kommt, eigentlich gar kein Fortschritt. Denn wir müssen über das Chlorhühnchen hinausgehen und zu einer besseren Tierhaltung kommen. Das sagt viel aus über die Problematik von TTIP. Und nochmal zum Chlorhühnchen. Das Chlorhühnchen ist mittlerweile so prominent, dass hier schon aus politischen Gründen keine Chlordesinfektion erlaubt werden wird, obwohl gar nicht so sicher ist, ob das jetzt gesundheitsschädlich ist oder nicht. Bleiben wir doch mal ganz kurz bei der Tierhaltung, weil mich das auch immer besonders empört. Da ist in den USA vieles erlaubt, was bei uns in der EU verboten ist, zum Beispiel Kälberboxen oder die konventionellen Legebatterien oder Kastenhaltung von Sauen und so weiter. Das würde ich hier nicht gern sehen. Ich würde allerdings auch das, was wir hier in Deutschland haben, nicht gerne sehen. Ich würde gerne noch wesentlich weitergehende Verbesserungen sehen. Da sprechen Sie einen sehr zentralen Punkt von TTIP an. Ich kann auch den Argumentationen nicht folgen, dass durch TTIP hier eine kleinbäuerliche, so furchtbar heimelige Landwirtschaft geschützt wird. Wir haben in der Tierhaltung in Amerika sicher noch einiges mehr an Exzessen als hier, aber hier ist es nun keineswegs so, dass die Tierhaltung in irgendeiner Form tiergerecht ist. Auch bei der Biohaltung gibt es enorme Probleme. Deshalb ist eigentlich die große Gefahr bei TTIP, dass die Partner sich darauf einigen, diese Standards gegenseitig als zufriedenstellend anzuerkennen und dass eine Weiterentwicklung der Tierhaltung, die müssen wir ja haben, dass die dann schwierig wird oder viel schwieriger, als sie jetzt schon ist. Und das ist überhaupt ein Kernpunkt von TTIP. TTIP wird es erschweren, dass wir die Gesetze zum Allgemeinwohl, das heißt also auch zum Tierwohl, also für die Tiergerechtigkeit, dass es schwieriger wird, die in der Zukunft durchzusetzen. Man muss sich ein bisschen klar machen, vielleicht wie das passieren könnte. Denn es ist ja wohl so, wenn ich jetzt die Vorschriften zum Beispiel bei der Tierhaltung verändere oder wenn ich auch für Menschen den Arbeitsschutz verbessere, dann könnte das ja Investoren schädigen, weil die dann weniger Profit machen können, weil deren Rechte beschnitten werden. Und genau dagegen könnten dann Investoren möglicherweise klagen. Das ist eine Sache von TTIP, die ja auch sehr intensiv diskutiert wird. Es geht hier um sogenannte private Schiedsgerichte, die Investoren in Anspruch nehmen können, um gegen gesetzliche Maßnahmen des Staates, die dem Allgemeinwohl dienen, zu klagen. Zum Beispiel, wenn ein amerikanischer Investor hier oder ein europäischer Investor in den USA investieren, meinetwegen auch in einem großen Agrarbetrieb, und dann verschärfen sich plötzlich die Tierhaltungsbedingungen durch staatliche Maßnahmen, das ja zu begrüßen ist, werden natürlich die Gewinne der Investoren geschmälert, weil bessere Tierhaltung heißt höhere Kosten und im Prinzip, so funktionieren die Schiedsgerichte, könnten dann diese Investoren den Staat auf Schadenersatz
verklagen. Das hat dann zwei gravierende Folgen. Entweder muss der Steuerzahler dafür aufkommen, wenn der Staat Gesetze zum Allgemeinwohl erlässt, oder der Staat verzichtet auf diese Maßnahmen, die er eigentlich machen will, weil er nicht verklagt werden will. Beides ist gleichermaßen schlecht, aber die Schiedsgerichte sind wirklich nur ein Teil des Problems. Es gibt auch noch andere Instrumente von TTIP, die verhindern, dass man Fortschritte im Allgemeinwohl erzielt. Der Sinn einer Freihandelszone ist ja nicht zuletzt der, dass für die Handelnden, also die Handeltreibenden genauer gesagt, dass für die Bedingungen überall ungefähr gleich sind. Und das ist ja, umso größer das Ganze wird, umso schwieriger. Also wenn ich jetzt hier im Saarland versuchen würde, zum Beispiel irgendeine neue Regelung einzuführen zum Verbraucherschutz bei Lebensmitteln, dann wäre das, wenn wir die Gesetzesmöglichkeit überhaupt hätten, relativ leicht. In Deutschland ist es schon schwerer. Wenn ich es über die EU machen würde, wäre es ganz schwierig. Und wenn ich jetzt eine Verbesserung des Verbraucherschutzes erreichen möchte in Europa plus USA, dann kann ich mir es wirklich nur noch ganz schwer vorstellen. Also Sie haben recht, insofern als durch TTIP noch eine neue Ebene der Gesetzgebung eingeführt wird. Und das finden wir oder finde ich ja besonders kritisch. Man kann das an einem Beispiel vielleicht nochmal näher erläutern. Bei TTIP geht es ja nicht um Zölle, also um die klassischen Bereiche des internationalen Handels, sondern es geht um sogenannte Handelshemmnisse, die keine Zölle sind. Und dazu gehören zum Beispiel auch Lebensmittelkennzeichnungen. Und was jetzt passieren kann, ist Folgendes. Alles, was bei TTIP vereinbart wird, um diese Hemmnisse zu beseitigen, hat ja unmittelbaren Gesetzescharakter, denn nach EU-Recht sind diese Vereinbarungen, haben Vorrang vor nationalen und europäischen Gesetzen. Nehmen wir mal an, die Vertragspartner einigen sich darauf, dass die gegenwärtige Kennzeichnung von Lebensmitteln für die Nährwertstoffe, dass die ausreichend ist. Die ist übrigens ja auf beiderseits des Atlantik nicht ausreichend, wie wir meinen, weil sie dem Verbraucher nicht deutlich machen, welche Zucker oder Salz oder Fettbomben er manchmal verzehrt. Wenn die sich aber darauf einigen, so einen Standard einzufrieren, dann passiert Folgendes. Wenn jetzt die EU beschließt, wir wollen die Lebensmittelkennzeichnung verbessern, als zum Beispiel die sogenannte Nährwertampel einführen, ja, dann geht das nur noch mit Zustimmung des Handelspartners. Zwar könnte die EU weiterhin einseitig das einfach beschließen, ja, aber was wäre dann? Dann würde sie gegen ein völkerrechtliches Abkommen verstoßen und müsste im Zweifelsfalle auch Handelssanktionen oder Vertragsstrafen in Kauf nehmen. Das heißt, unser gesetzgeberischer Spielraum wird entscheidend eingeschränkt durch diese Vereinbarung und gegenseitige Anerkennung von Standards in vielen Bereichen. Und das ist neben den Schiedsgerichten, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ein weiterer Grund oder ein grundlegendes Instrumentarium, das bei TTIP so kritisch ist. Nun müssen wir davon ausgehen, dass unsere Bundesregierung dieses Vertragswerk nicht deswegen durchsetzen will, weil sie irgendwas Böses tun will, sondern die wollen wahrscheinlich was Gutes tun. Und ich nehme mal an, dass sie versuchen, den Handel noch mehr zu verstärken, obwohl Deutschland ja schon fast Exportweltmeister ist oder war. Und Marc Philipp zum Beispiel aus Frankfurt am Main fragt auch nach den Arbeitsplätzen. Entstehen denn vielleicht dadurch auch viele neue Arbeitsplätze? Also ich bin mir nicht sicher, ob die Politik uns damit was Gutes tun will, ob das eine strategische Überlegung ist, wirklich hier zum Beispiel für Wachstum und Beschäftigung zu sorgen. Denn die Studien, die vorliegen, zeigen ja, dass das alles ganz, ganz, ganz minimal ist, was Ökonomen auch gar nicht überrascht. Denn hohe Zölle gibt es kaum mehr zwischen den USA und Europa. In der Landwirtschaft vielleicht noch, aber im Grunde sind die Zölle schon sehr gering. Durchschnittlich, glaube ich, 2-3%. Das heißt also, dieser Wachstums- und Beschäftigungseffekt tritt nicht ein. Umso mehr muss man sich natürlich fragen, wenn man jetzt die Risiken nimmt und abwägt mit den doch geringen Vorteilen, dann stellt sich die Frage, wie steht man zu TTIP? Also direkte Wachstum- und Beschäftigungseffekte werden nicht eintreten. Und eine der großen Fragen, die ich selber nicht beantworten kann, ist die, warum hat die Regierung oder haben die Regierungen das so unkritisch übernommen? Mehrere Hörer, zum Beispiel Walter Dickomeyer aus Neunkirchen oder Dr. Robert Kage, fragen, ob das nicht die Demokratie gefährdet, ob nicht unsere parlamentarische Demokratie praktisch ausgehöhlt wird durch solche transnationalen Verträge. Also jeder transnationale Vertrag
hat natürlich den Sinn, Länder oder Staaten zu binden. Sonst bräuchte man keine völkerrechtlichen Verträge, also Verträge zum Klimaschutz, zur Abrüstung, zu anderen Fragen der Menschenrechte, binden natürlich immer die nationale Gesetzgebung, binden dann auch die Parlamente und beschränken unseren demokratischen Entscheidungsspielraum. Das ist eigentlich eine wichtige Sache, sonst würde man ja keinen völkerrechtlichen Vertrag schließen. Das will man ja auch, weil viele Fragen kann man nur international lösen. Was bei TTIP allerdings ja auf dem Spiel steht, sind die vielen Regeln und Vereinbarungen, Gesetze, die in unser tägliches Leben eingreifen, also im Lebensmittelbereich, im Tierschutz, im Verbraucherschutz, bei den Arbeitnehmerrechten, bei der Sicherheit für Chemikalien. All das, worüber nationale Parlamente eigentlich entscheiden sollten, steht auf dem Spiel. Und deshalb geht das mit TTIP so weit und da durch die Schiedsgerichte zum Beispiel oder durch die Festschreibung der Standards im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung unsere Parlamente doch deutlich geschwächt werden, stimme ich der These zu, dass TTIP unsere Demokratie schwächt. Und da wir auf EU-Ebene ohnehin keine starke Demokratie haben, das Parlament hat ja zum Beispiel kein Gesetzesinitiativrecht wie andere Parlamente auch, ist das wirklich, lehne ich das aus ganzem Herzen ab, dieses TTIP-Abkommen. Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Thilo Bode zu seinem Buch Die Freihandelslüge. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Unser sozialdemokratischer Wirtschaftsminister Gabriel meint, das Schiedsgericht sei aus den Verträgen überhaupt nicht mehr herauszuverhandeln. Dann haben wir also Verhandlungsspielraum ungefähr wie beim No-Spy-Abkommen. Wer will uns denn überhaupt noch einreden, dass da etwas zu verhandeln wäre? Wieso kann man die sogenannten Vorteile, die es zweifellos gibt, nicht einfach im WTO-Abkommen unterbringen? Ja, also die Schiedsgerichte sind ja besonders umstritten und der Widerstand ist erheblich, weil die Schiedsgerichte greifen mehr in die nationale Souveränität ein, sie greifen in die Budgethoheit ein. Es gibt viele Stimmen von prominenten Verfassungsjuristen, die sagen, die Schiedsgerichte werden sowieso keinen Bestand haben vor dem Verfassungsgericht. Unabhängig davon könnte ich mir schon vorstellen, dass die Schiedsgerichte ganz fallen gelassen werden, damit das Abkommen insgesamt durchkommt. Das ist aber für mich nicht unbedingt jetzt ein großer Trost, weil ich glaube, die Schwächen des TTIP, die anderen Schwächen im Hinblick auf die Demokratie, die kritischen Punkte bleiben ja bestehen. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Die Schiedsgerichte sind sicher die Spitze des Eisberges, was den Eingriff in demokratische Prozesse anbelangt. Aber ein Wegfall der Schiedsgerichte würde ein TTIP noch nicht zu einem guten Freihandelsabkommen machen. Man kann, das will ich jetzt nochmal vielleicht ergänzen, natürlich Freihandelsabkommen machen. Das ist wunderbar. Man kann sich auf die Vereinheitlichen von technischen Standards beschränken. Man kann das alles, was den Handel erleichtert, kann man beschließen. Aber diesen ganzen Riesenkomplex des Eingriffs auf die europäische und nationale Gesetzgebung, der muss weg. Der muss auf jeden Fall weg, weil das ist das Gefährliche an TTIP. Nun, die Frage ist, ob Sie da nicht übertreiben. Also wir haben in unserem Blog, in unserem Internetdiskussionsforum eine selten heftige und selten polemische Diskussion. Ich habe das heute Morgen mir schon durchgelesen. Da ist die Rede von Hobby-Marxisten, Verschwörungstheoretikern, von Leuten, die dasselbe sagen, was die NPD sagt und so weiter. Ich frage mich, woher diese Schärfe überhaupt kommt. Warum regt das die Leute auf beiden Seiten so an? Die anderen sprechen dann von Schlafmützen, die ihr Gehirn nicht gebrauchen praktisch. Ich glaube, ein Grund dafür ist der, dass man unter Freihandel ja auch gerade für Deutschland, das ja